Ja, den ganzen Tag. Chef, was soll verfahren? Ich geh gern hin und bin dabei, in der großen Menge werd ich selbst ganz klein. Heut bin ich völlig sorgenfrei, ab jetzt zählt nur noch mein Verein. Die Freundin fragt, wieso ich's mach, ich geb nur meiner Neigung nach. Sie weiß gar nicht, was das soll, Fußballfrau in Alkohol. Letzteres ist nicht so wichtig, trotzdem grölen alle tüchtig für etwas, das uns tief verbindet und manchmal unsere Schmerzen lindert. Was tut man nicht, um zu vergessen? Man geht sogar zu Rot-Weiß essen. S04 und BVB, Schwarz und Weiß, die SG. Jeden Samstag um 3:30 steht die Mauer hinter mir, denn wir sind der 12. Mann und da kommt niemand gegen an. Niemand gegen an. Und den teuren Brasilianer, den interessiert nur das Bare. Arme Fußballmillionäre planen ihre Blitzkarriere. Und im Fernsehinterview hört man ihnen nicht mehr zu. Leere, abgedroschene Phrasen, stellt euch lieber auf den Rasen. Es fließt viel Geld und die Millionen werden hin und her geschoben. Wovon die Leute, die sich opfern, leider gar nichts abbekommen. Jeden Samstag um 3:30 steht die Mauer hinter mir, denn wir sind der 12. Mann und da kommt niemand gegen an. Jeden Samstag um 3:30 steht die Mauer hinter mir, denn wir sind der 12. Mann und da kommt niemand gegen an. Wenn Manager und Trainer gehen, weiß ich, dass meine Jungs noch zu mir stehen. In harten und in schweren Zeiten werden sie auch dich begleiten. Bedankt euch doch, dass wir normalen Leute noch den Eintritt zahlen für einen Ausflug aus der Welt, die in sich zusammenfällt. Ja, manchmal hält man auch zu Bayern, doch man sollte mehr die Kleinen feiern, zum Beispiel die aus Hoffenheim. Doch fließt da fremde Kohle rein vom Milliardär, dem Dietmar Hopp. Dann doch lieber Jürgen Klopp und den Hamburger Sportverein, auch die Elf vom Niederrhein. Viele gehen auch zum FC aus König, sing ole ole. Die treuen Jungs der Südtribüne bringen erst den Spaß aufs Grüne. Jeden Samstag um 3:30 steht die Mauer hinter mir, denn wir sind der 12. Mann und da kommt niemand gegen an. Jeden Samstag um 3:30 steht die Mauer hinter mir, denn wir sind der 12. Mann.